MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind wieder auf dem World Cup-Account, weil jetzt steht ja endlich das zweite WM-Finale an. Jo, das erste hätten wir vielleicht auch gewonnen, wenn es kein Disconnect gegeben hätte. Aber wir sind jetzt hier im zweiten und hoffen doch mal, dass es da kein Disconnect gibt. Vorher wollen wir uns nochmal Päckchen ziehen. Vielleicht ziehen wir ja jetzt nochmal Boateng zum Beispiel. Ich glaube, das wäre so... Ah, Gündogan wäre, glaube ich. Da würde ich mich jetzt, glaube ich, aktuell noch am meisten von Deutschland drüber freuen. Denn wir spielen ja mit der deutschen Nationalelf das Finale. Haben wir ja so abgemacht. Viertelfinale war Griechenland, Halbfinale war Spanien und jetzt spielen wir mit Deutschland. Und ja, ich weiß gar nicht, haben wir einen Linksverteidiger? Ich würde am liebsten Dreierkette spielen, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, dazu haben wir einfach nicht die Spieler. Muss ich einfach so sagen. Und dann spiele ich lieber eine Viererkette, weil Philipp Lahm haben wir ja gezogen. Und ja, dann können wir den natürlich auch gleich einsetzen. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Ich bin mir nämlich jetzt gerade nicht sicher, aber einen Linksverteidiger haben wir da einen. Doch, ich glaube Aogo, ne? Ah, ich glaube Aogo. Ich würde ganz gerne im Finale mit der 4-4-1-1 spielen. Weil ich glaube, da haben wir auch von den Deutschen her die passendsten Spieler zu. Weil wir haben halt auch einfach nur einen Stürmer und ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Gucken wir mal. Achso, wir müssen hier natürlich auch Konföderation Europa. Dann gehen wir hier auf Deutschland und da hätten wir nämlich... Oh, hä? Ja, okay. Kruse haben wir auch noch. Der kann dann mal auf die Bank. Da soll nämlich der Herr Gomez rein. So, Mittelstürmer. Ich weiß nicht, habe ich den schon umgestellt? Ja, Götze ist immer noch da. Der wird auch weiterhin dort spielen. ZM wird natürlich einer Schweinsteiger sein. Und ich gehe... Ja, doch, der andere wird Khedira sein. Doch, Sammy. So, rechtes Mittelfeld. Ich würde sagen, da... Ja, setzen wir auf Sydney Sam, ist auch der höchstbewertetste. Linkes Mittelfeld wird natürlich Marco Reus. Schürrle ist natürlich auch ein guter, aber... Der Reus ist dann schon noch vom Rating her alleine schon ein bisschen besser. Wir gucken jetzt hier nochmal ganz kurz. Da machen wir uns nämlich nochmal den Schürrle auf die Bank. So, dann hier nochmal Torhüter. Nehmen wir natürlich einen neuer. Innenverteidigung. Da werden wir aufstellen. Auf jeden Fall Hummels. Und ich denke, neben Hummels wird Bartstuber auflaufen. Mertesacker natürlich bessere Defense-Werte, gar keine Frage. Aber der ist wirklich sau langsam. Und, nee, das ist mir ein bisschen zu krass. Ginter, was hat der für Workrates? Mittel, Mittel. Okay, Wollscheid auch Mittel, Mittel. Nee, da wird der Stupsi hinkommen. So, und dann kommt hier für den Piquet kommt noch der Hummels rein. So, Rechtsverteidiger, wie gesagt, haben wir ja Gott sei Dank. Ein Fipsi gezogen. So, Linksverteidiger, wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, da haben wir ein Aogo. Ja, da kriegen wir doch ein komplettes Deutschland-Team zusammen. Ist sicherlich nicht das Stärkste, was wir aufbauen könnten, prinzipiell. Aber so schlecht sollte es ja jetzt auch nicht zu spielen sein. Jetzt machen wir uns hier nochmal ein paar Leute drauf. Ein Adler. Wen könnten wir noch einwechseln, eventuell. Hermann hat mir sehr gut im normalen UT gefallen, deswegen machen wir den mal auf die Bank. Hand, ja, Offensive wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was einwechseln. Eventuell. Innenverteidiger, nee, da brauchen wir nichts. Ja, Neustädter können wir vielleicht auch noch mal mitnehmen fürs Mittelfeld. Und ansonsten, oh, haben wir eigentlich nur noch, ah, hier, würde ich sagen, nehmen wir noch mal Nikolai Müller mit. Ja, so sieht dann unsere Bank aus. Ist jetzt nicht das Heftigste, aber eventuell können wir dann den Hermann, den Schürrle, den Kruse noch gebrauchen. Der Kruse hat auch einen besseren Schuss als der Gomez, ne? Der Gomez ist überall schlechter als Kruse, also von dem, was auf der Karte steht. Kruse einen Ticken schneller, Kruse einen besseren Schuss, Kruse einen viel besseren Pass, ein viel besseres Dribbling. Na gut, Defending ist jetzt nicht ganz so interessant. Das Einzige, was er nicht kann, ist Köpfen. Wie groß ist denn Kruse? 1,80, Hochmittel. Mittel, Mittel, 1,89. Ja, Mittel, Mittel, das könnte natürlich fatal da vorne sein. Da ist schon echt fast die Frage, ob du den Kruse da spielen lassen solltest. Ja. Naja, wir werden es erstmal so wahrscheinlich angehen. So, dann hier natürlich noch den Joachim Löw vorne rein.
Wenn schon, muss auch alles stimmen fürs Finale. Und natürlich die Trikots und das Päckchen. So, zuweisende Trikots. Das eine Trikot haben wir schon zugewiesen. Brauchen wir nur noch das Auswärtstrikot. Und da haben wir es auch schon. So, dieses Objekt aktivieren. Ja, machen wir es einfach als Heimtrikot. Ist ja scheißegal. Hauptsache, die beiden deutschen Trikots sind aktiviert. Ja, stimmt eigentlich alles. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir jetzt ein Pack ziehen. Das, was man vor einem Spiel zieht. Oder vor jedem Finale dürfen wir zwei Packs ziehen. Neue Regel. Vor jedem Finale darf man zwei Packs ziehen, um das Team eventuell nochmal auszubessern. Und da ziehen wir erstmal eiskalten Pack, wo wir alles schon haben. So, dann nehmen wir hier nochmal alles mit. Und das stoßen wir mal alles ab. So, dalle. Und jetzt noch ein Päckchen und dann gucken wir mal, ob vielleicht da noch was drin ist. Wenigstens vielleicht mal einen Spieler, den wir noch nicht haben. Wäre schon mal was. So, und da ist drinne Dembele, glaube ich. Ja, Dembele. Ja, ich würde sagen, gar nicht mal so schlecht. Hat jetzt statt hoch nur noch mittel. Ist aber sehr schön, weil es ein sehr ausgeglichener Spieler. Den kann ich mir sehr gut neben Fellaini im 4-4-1-1 vorstellen. Da müssen wir eh mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, nächstes Team vielleicht Belgien. Ich glaube, da haben wir bis aufs rechte Mittelfeld haben wir da, glaube ich, sogar alles. Obwohl in der Abwehr gibt es, glaube ich, ein paar Probleme. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt steht halt erstmal das Finale an. Das ist jetzt erstmal ein Ticken wichtiger. Und ja, ich würde mal sagen, wir können uns hier einen Gegner suchen. Ich muss aber auch sagen, am liebsten hätte ich eigentlich eine Dreierkette gespielt. Aber das ist mit Deutschland meiner Meinung nach aktuell mit den Spielern, die ich bis jetzt gezogen habe, relativ unmöglich. Weil das wäre einfach viel zu lahm in der Verteidigung für eine Dreierkette. Und deswegen lasse ich das mal lieber. Das ist ja für meine Verhältnisse auch eine ziemlich langsame Verteidigung. Also Außenverteidiger sind nicht die schnellsten und Innenverteidiger auch nicht. Ist ja eigentlich nicht so ganz mein Ding, aber naja, gucken wir mal, wie das läuft. Allgemein haben wir nicht viel Pace drin, ne? Eigentlich nur Sam und Reus. Sonst ist da gar keiner pacig von. So, wir spielen hier gegen, keine Ahnung wen, ist ja auch Latte. Wir spielen mit Auswärtstrikots. Er hat auch die deutsche Fahne jedenfalls. Und ja, dann gucken wir mal. Wir spielen gegen 84er Rating, 100 Chemie mit Welbeck, Ronaldo, Iniesta, Gerrard, Gündogan, Shaqiri, Pepe, Piqué, Jordi Alba, Perea und Neuer. Ich würde sagen, vom Spielermaterial ist er uns überlegen. Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja noch nichts. Eieiei. Nee, das sieht wirklich gut aus, sein Team. Auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier so laufen mag. So, ich würde mal sagen, lassen wir erstmal alles so eingestellt, wie es eingestellt ist. Und testen dann einfach mal hier so ein bisschen Rumgespiele. So, Schweinsteiger schicken wir hier erstmal auf den Außen Reus. Dann ziehen wir hier lieber nochmal zurück. So, Reus. Ah, scheiße, da hat er sich den hinteren Mann dazugeholt. Aogo macht das gut, außer dem Pass danach. Der ist nicht so pralles. Ach, Sturridge ist das. Das war gar nicht Welbeck anscheinend. Ja, das ist ja noch gefährlicher, wenn er Sturridge da stehen hat. Also Welbeck wäre schon nicht der schlechteste gewesen, aber ich würde fast behaupten, Sturridge ist nochmal gefährlicher. Aogo setzt sich hier mal richtig nice durch. Bringt jetzt die Flanke, hinten steht Gomez. Kann er abfangen mit Gerrard. Sturridge, können wir hier außen durchlaufen. Shaqiri gegen Reus. Reus natürlich schon ein bisschen mehr Pace noch. Lahm. Nochmal einen weiter. Und jetzt hier mal außen durch. Wieder Aogo. Aogo mit Offensivdrang anscheinend. Gomez. Gomez, schöne Schusstäuschung. Schweinsteiger. Und der schießt den am Tor vorbei. Ja, Tor war natürlich leer hier an dieser Seite. Den hätte er mal reinschieben können. Ja, Schusstäuschung mit halt Stolper Gomez. Kann halt nicht so ganz pralle. Da kannst du ihm auch keinen Vorwurf machen. Das weiß man ja. Aber es hat ja das gebracht, was ich wollte. Jetzt hier nochmal drüber gechippt auf den Fipsi. Er kommt aber nicht dran, weil der Piqué am Start ist. So, Sturridge. Laufen wir mal hier vorne durch. Bringt auf Ronaldo. Bringt ihn wieder zurück auf Serdan Shaqiri. Macht aber der Matze Hummels gut. Spielen wir hier nach vorne. Und nochmal einen nach vorne. Sehr gut. Fips lahm. Und jetzt da vorne drüber. Ah, das ist, glaube ich, Gomez, der den Pass gebracht hat. Der kann natürlich auch überhaupt nicht passen. So, Fips lahm. Müssen wir hoch rausbringen.
Klappt nicht so ganz. Aber Sammy Khedira fängt das Ding im Mittelfeld ab. Und jetzt hier über die Außen durch. Ja, da ist nämlich Götze. Hat da nicht mehr. Scheiße. Sodale. Gut, alles klar. Pepe hinten. Drücken wir mal hier schön nach. Sydney Sam. Bringt dann wieder hier auf Ronaldo. Christo. Oh, mit dem Sammy kommen wir da, glaube ich, nicht hinterher. Nee, mit dem Fips aber leider auch nicht. Oh nein. Ey, ohne Scheiß, wenn das jetzt wieder ein Disconnect gibt, ne? Dann. Kurz die Fresse halten. Dann hätte ich mich aber aufgeregt, Alter. Das wäre auch irgendwie ein bisschen sehr seltsam gewesen. Jetzt außen durch. Götze kann natürlich passen. Und er kommt sogar durch zu Reus. Marco Reus bringt die Flanke. In der Mitte steht Mario Gomez. Aber ich glaube, mit Flanken sollten wir es auch so ein bisschen lassen. Weil natürlich kann Gomez köpfen. Gar keine Frage. Richtig schönes Ding. Und da macht Sydney Sam das Ding rein. Sehr nice. 1:0 für uns. Der Pass von Khedira mal richtig Zucker. Sowas wollen wir uns natürlich auch bei der richtigen WM dann wünschen. Im Real Life, im Fernsehen. So, 1:0 gehen wir hier in Führung. Cristiano Ronaldo zieht über die Außen durch. Macht er gut. Ziehen wir hier drauf mit dem Matze Hummels, glaube ich. Jupp. Richtig. Fips Lahm nochmal in die Mitte. Nochmal einen weiter. Götze. Kriegt er leider nicht durch. Ja, sehr schön nachgerückt. Schweinsteiger. Hier nochmal ein. Ah, Khedira will ich da vorne eigentlich nicht schicken. Götze. Ja, komm, Götze. Ah, Götze lässt sich von Piqué ein bisschen machen. Oh, stark von Bartstuber. Richtig stark von Bartstuber hier gemacht. Piqué. Spielt er hier nach vorne. Sturridge. Legt ihn hier nochmal ab auf Serdan Shaqiri. Macht Khedira aber sehr gut. Stellt auch einen Körper gut rein. So, jetzt gehen wir mal hier auf die Reise. Bringen wir ihn erstmal auf die Außen. Ach, das ist Gomez. Scheiße, sah erst aus wie Reus. Aber naja, wir sind noch am Ball. Jetzt hier nochmal drüber gechippt. Oh, das wollte ich eigentlich nicht machen. Was er auch immer da gemacht hat. Ich wollte eine Schusstäuschung machen. Aber irgendwie hat er den auf den Kopf bekommen. Deswegen hat er gepasst oder sonst irgendwas. So, Fips Lahm. Ronaldo. Ja, hätten wir eigentlich gehabt. So, jetzt ist er hier mit dem Jordi Alba. Flanke kommt leider sehr gut. Aber Gott sei Dank ist Manu Neuer da. Fackel das Ding raus. Hauptsache, er kriegt nicht hier gleich wieder einen Einwurf. Ja, da kann er einen Einwurf haben. Je nachdem, wo er raus ist. Ja, sehr schön. Weiter hinten ist gut. Hüpf. Kriegen wir nicht ganz. Gündoğan. Gerard. Piqué. Jordi Alba. Spielt ihn hier weiter auf Iniesta und spielt ihn hier sehr schön in die Mitte. Und puh, Gott, da habe ich ein bisschen sehr viel Glück. Ist er selber schuld. Er spielt sich da sehr gut selber frei, aber er schießt direkt. Das war, glaube ich, der Fehler. Ich meine, wenn er jetzt das Ding macht, ist es dann auch egal, aber er macht ihn Gott sei Dank nicht. So, Gerard. Haben wir. Sammy Khedira macht das hier gut. Gomez. Ah, ich habe schon längst auf Passen gedrückt, aber er hat es nicht ausgeführt. Ist klar, dass wir mit Gomez da nicht durchrennen können. Cristiano Ronaldo legt ihn hier nochmal nach außen ab. Shaqiri, schön von Aogo. Mitte, nochmal einen nach vorne. Nochmal einen in die Mitte. So, Gomez. Oh, Gomez und rumdribbeln, das sollte man wahrscheinlich lassen. Der Pass kommt aber sogar an. Schweinsteiger nochmal durch auf den Reus. Reus. Das gibt's doch nicht, Alter. Ah, scheiße, richtig schön gemacht von Marco Reus. Aber der Abschluss, der muss dann halt drinne sein. Dribbelt sich da gut durch und dann macht er hier die Fackel und schießt das Ding am Tor vorbei. Sehr ärgerlich. Das wäre natürlich richtig wichtig gewesen hier im Finale. Kurz vor der Halbzeit nochmal einen draufzulegen. Sack zumachen kann man da natürlich nicht von reden, aber... Das wäre schon mal sehr, sehr wichtig gewesen. Den muss Neuer haben. Hat er auch ganz gechillt abgefangen. So, schmeißen wir mal lieber nach hier außen raus. So, Sydney Sam haben wir. Hier nochmal einen abgelegt. Und jetzt Mario Gomez könnte mal da laufen. Läuft er auch. Ah, hat sich eigentlich auch ganz gut durchgesetzt. So, Schweinsteiger hier wieder raus auf den Reus. Reus pusht sich. Pusht sich allgemein in dem Spiel gut. Bringt die Flanke. Mario Gomez. Und jetzt Sammy Khedira. Schade. Sturridge. So, müssen wir aufpassen hier. Ah, da haben wir natürlich ein bisschen Problem. Er hat schon relativ viel Pace.
über die Außen und auch über die Mitte. Und wir haben halt nicht die schnellsten Außenverteidiger. Das muss man halt leider Gottes so sagen. Da. Scheiße, den Iniesta habe ich in der Mitte gar nicht gesehen. In dem bin ich ja mal direkt reingerannt. 1:0 hier zur Pause. Sehr starker Gegner. Also er spielt wirklich gut auf. Und sehr ärgerlich natürlich, dass das Ding von Reus nicht reingegangen ist. Das wäre um einiges wichtiger gewesen. Statistik sagt auch, dass es verdient ist. Aber was bringt dir denn verdient bei einem nur 1:0? Naja, wenn es bis zum Ende 1:0 steht, ist ja alles gut. Aber muss halt erstmal. So, Sturridge, Shaqiri bringt den Lob auf Sturridge und er macht ihn rein. Ah, ist das ärgerlich. Scheiße, Mann. War halt abzusehen, dass er genau das so spielen wird. Macht er natürlich dann auch eiskalt mit dem Finesse und allem drum und dran. Ja, aber sobald ich gesehen habe, was er hier vorhat, war es halt schon rum. Das ist auch so ein bisschen das Problem von FIFA. Ich meine, im echten Leben, wenn du eine Situation erkennst, kannst du sie noch verhindern. Hier in FIFA, wenn die Situation rum ist, ist sie rum. Marco Reus zieht hier nochmal kurz drauf auf Neuer. So, Eckball Philipp Lahm. Kann er natürlich. In der Mitte stehen Große, die aber alle am Ball vorbeispringen irgendwie. So, schön. Hier nochmal nach hinten abgelegt. Stupsi, Götze, mach mal ein Finesse. Schade. Ich glaube, der wäre gar nicht mal schlecht gekommen. Der Finesse vom Götze. Schöner Abwurf hier von Neuer. So, Cristiano Ronaldo. So, spielt das Ding hier auf dem Jordi Alba. Können wir uns noch nicht holen. Und läuft hier aber ins Aus. Bisschen zu viel gedribbelt anscheinend. Schmeißen wir erstmal zurück. Ist mir ein bisschen sicherer. Oh. Alter. Ja, schon wieder so ein Krustenpass. Kannst du natürlich nichts mit anfangen mit der Scheiße. Gündogan, hier Shaqiri. Da kommen wir mit dem Stupsi nicht hinterher. Macht er hier sehr stark. Und noch ein Finesse, und noch ein Roulette hinterher, wollte ich sagen. So, hier nochmal abgelegt. Hier nochmal einen rüber. Sehr gut. Marco Reus hier. Und jetzt außen durch. Und da kommt er auch an bei Sydney Sam. Sydney Sam und Manu Neuer wieder da. Oh, Alter, was ein Spielchen hier. Sehr starker Gegner, sehr gutes Spiel. Flanke von Philipp Lahm. Und Hummels kommt dran, aber leider geht das Ding über den Kasten. So. 60. Minute. Abstoß. Hüpf. Ja, kommen wir leider nicht mehr dran. Ne. Kommen wir auch nicht dran. Scheiße. So, Cristiano Ronaldo. Jordi Alba. Nein. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen, wenn er dann hier die Taste nicht angenommen hätte, die ich gedrückt habe. Wegen dem Leck. Aber hat er dann gemacht. Und Philipp Lahm kommt noch schön an den Ball dran. So, Jordi Alba pusht sich hier durch. Sehr viele Leute in der Mitte frei. Sehr gut. Ich weiß, Alter, ist das schlecht. Rede ich eben noch von sehr gut, dann macht irgendeiner einen richtigen Fail da. So. Nochmal hier einen weiter. Nochmal einen weiter. So, Sydney Sam. Noch. Ist doch obvious, dass ich da nicht hinspielen will. Aber das ist ihm anscheinend egal. Phipps Lahm. Phipps Lahm. So, Gerard. Spielt hier nochmal auf den Sturridge. Der spielt raus auf Ronaldo, dürfte aber im Aus sein. Ist im Aus. 65 Minuten rum. Komm, hol dir das Bällchen. Haben wir. Sydney Sam. Schmeißen wir zurück. So, ein... Alter. Richtig gefährlicher Pass da gewesen. So, nehmen wir mal hinten rum. Gomez. Und jetzt vorne... Nein! Ah, der sollte natürlich, wenn wir jetzt da durchkommen würden, wäre es natürlich übel lucky. Aber der sollte natürlich auf die andere Seite auf den Reus. Weil ich finde, die Flügelwechsel gehen ziemlich geil hier in dem WM-Modus. Und Gündogan ist durch und macht natürlich nicht rein. Boah. Hätte mich auch wirklich sehr aufgeregt, dieses Tor. Ich glaube, wir machen jetzt die ersten Wechsel. Ich weiß auch nicht, warum ich nur Deutsche mitgenommen habe. Ich hätte das vielleicht eher ein bisschen anders machen sollen. So, Gomez ist da vorne einfach tot. Muss man leider Gottes so sagen. Der kann natürlich für ein entscheidendes Tor sorgen, aber viel holt er da vorne nicht raus. Schürrle. Kruse vielleicht auch nochmal.
Müller, Hermann, Kruse oder Hand? Nee, Götze lasse ich immer drinne. Ey, das gibt's doch nicht, Alter. Es ist einfach nur... Ey. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, FIFA will mich mal sowas von krass verarschen. Wir haben schon wieder keinen einzigen Disconnect von FIFA bis zum verkackten, verfickten Finale und ich fliege wieder raus. Jetzt ohne Scheiß, da muss doch irgendwas schief laufen. Was anderes kann doch da jetzt ehrlich mal nicht der Fall sein. Ey, boah. Nee, ich glaube, wir werden hier nie den WM-Titel holen. Irgendwie so vergeht einem dann natürlich auch der Spaß. Vor allem, wenn du direkt wieder in die Scheiße hier reinkommst. Insta. Ich komme hier, wie ihr seht, direkt wieder rein in die Kacke. Ey, das ist doch mal sowas von abnormal zum Kotzen. Aber ich weiß halt wieder, dass ein Disconnect von meiner Seite aus war, beziehungsweise von EA-Servern. Es kann ja nicht an meinem Internet liegen, weil ich bin hier überall noch drinne, bei Google, Facebook, was weiß ich. Und wir kommen ja hier anscheinend auch direkt wieder rein. Ey. Boah, Alter. Nee, da vergeht einem echt der Spaß. Da muss ich echt überlegen, ob ich den WM-Modus auf eine Episode am Tag nur noch verkürze. Ich meine, dann rege ich mich nicht so krass auf. Ja, erarbeiten uns immer den Scheißweg ins Finale und das zweite Finale hintereinander, wieder dasselbe beim Stand von 1:1, gibt es hier so einen verkackten Disconnect. Das ist einfach, ja, es nimmt einem wirklich den Spaß. Ich meine, wenn das ja in der Gruppenphase passiert, okay, dann sage ich Scheiß drauf, kacken wir auf die eine Niederlage. Die dann, da, auf Statistik kann man ja eh nur noch scheißen, komplett alle drei Niederlagen da oben sind Disconnects gewesen und, boah, das ist einfach nur zum Kotzen. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Hast hier einen guten Gegner gefunden, hat Spaß gemacht gegen zu spielen, war eine offene Partie, Gegner hatte seine Chancen, wir hatten unsere Chancen und wäre vielleicht sogar noch ins Elfmeterschießen, was weiß ich, gegangen. Ja, im Endeffekt siehst du, was du davon hast. Hast mal wieder einen schönen Disconnect von EA bekommen und ja, bist jetzt hier wieder am Arsch. Ich sage jetzt wirklich, das kam von EA. Von was soll es denn sonst kommen? Ich kam direkt wieder rein. Hier läuft alles durchgehend. Ich sehe das ja sehr schön in meiner Leiste. Wie gesagt, ich habe auf dem Laptop hier diesen NetSpeed-Monitor, oder wie das Ding heißt, habe ich drauf installiert. Und da sehe ich halt immer unten in meiner Taskleiste, was gerade an Upload stattfindet und an Download. Und da waren die Zahlen durchgehend im oberen Bereich. Das heißt, ich hatte keinen Disconnect. Weil wenn ich Disconnects habe, dann gehen diese Zahlen nämlich kurzzeitig auf Null. Und das ist nämlich eben nicht passiert und deswegen ist es halt einfach nur, ja, mal wieder ziemlich zum Kotzen, muss ich einfach so sagen. Und ja, das nimmt einem wirklich ziemlich viel Spaß weg von der ganzen Sache. Aber naja, was willst du machen? Irgendwie hat EA anscheinend Spaß dran. Das Komische ist halt wirklich, dass es, wir kommen zweimal direkt ins Finale. Kein Disconnect. Ich weiß gar nicht, wer der andere Disconnect, wo der war. Ich glaube, der war ausnahmsweise nicht im Finale. Aber ich glaube, ein Disconnect hatten wir relativ gegen Anfang. Der, wie gesagt, nicht im Finale war. Aber sonst beide Disconnects im Finale dann. Und ja, wir kommen ohne Probleme. Drei Gruppenphasen, Gruppenphasenspiele, dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Das sind sechs Spiele, die wir ohne Probleme gewinnen. Und dann kommt komischerweise das siebte Spiel und man fliegt raus. Das jetzt ohne Scheiß mal, also da... Fühlt sich für mich schon wie ein bisschen Verarsche an. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass die Leute, die ins Finale... Aber es hat halt keinen Sinn. Dass die Leute ins Finale kommen, ein bisschen Ahnung haben von FIFA und sich vielleicht irgendwelche Bugs, was weiß ich, rausgesucht haben und halt disconnecten können, ohne dass sie eine Niederlage bekommen. Aber wäre halt in der Hinsicht auch wiederum Schwachsinn, weil letztes Finale stand es beim Disconnect 1:1 und hier stand es auch 1:1. Das heißt, es würde den Leuten ja in dieser Hinsicht nichts bringen, weil sie hätten ja noch eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und ja, ich kann euch dazu nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass es mich übel abfuckt. Ich könnte mir vorstellen, dass morgen erstmal wieder zwei normale Foot-Videos kommen und ein WM-Video, weil... Ja, das ist halt immer so dieses Ziel in diesem Modus. Wie gesagt, im normalen Foot ist es mir total Latte. Da ist mir der Pokalgewinn auch sowas von scheißegal. Und deswegen kacke ich da auf die ganzen Disconnects. Wir haben, glaube ich, im normalen Foot-Modus 110 Niederlagen, wovon, ich will nicht übertreiben, aber gut und gerne 60, 70 Niederlagen Disconnects sind, wenn nicht sogar mehr. Und das ist mir da mittlerweile sowas von egal. Hier nochmal Santi Cazorla. Können wir eventuell nochmal einsetzen im Spanien-Team.
Nehmen wir noch alles mit. Aber es ist halt hier in diesem Modus einfach unglaublich ärgerlich. Und vor allem, weil es halt immer im Finale passiert. Dann lass es doch in der Gruppenphase passieren. Ich glaube, da ist es sogar relativ Latte, wenn wir da eine Niederlage haben. Dann ist die Sache in Ordnung. Oder von mir aus auch im Achtelfinale. Dann würde ich sagen, ja, jetzt haben wir gerade 3,5 Spiele gemacht. Würde ich mich natürlich auch aufregen. Aber immer im Finale, das ist irgendwie schon ein bisschen sehr seltsam. Und ja, regt einen natürlich auch auf. Weil ich würde schon ganz gerne mal diese 30.000 Münzen bekommen plus die Gratis-Packs da. Und vor allem, es geht gar nicht so um die Münzen, es geht eher so um den Titel im Allgemeinen, dass ich den halt einmal hier geholt haben will im Let's Play. Und ich würde sagen, es standen zweimal die Chancen gar nicht mal so schlecht. Im letzten Spiel waren wir, im letzten Finale waren wir meiner Meinung nach überlegen. Dieses Finale waren wir erste Halbzeit überlegen. Zweite Halbzeit hat sich das so ein bisschen ausgeglichen. Er gute Chancen, wir gute Chancen. Und auch da war wieder eine gute Chance, das Finale zu gewinnen. Aber naja, EA denkt sich, machen wir mal ein Disconnect hier, ne? Ach, naja, scheiß drauf. Ich kann nicht mehr zu dem Thema sagen. Wir ziehen jetzt hier nochmal das Pack und danach vielleicht noch eins und dann sind wir raus für das Video. Hier nochmal Sergio Busquets, also Spanier haben wir genug. Martinez, ja, gut. Das ist jetzt nochmal was Ordentliches. Den können wir natürlich gebrauchen. Dazu noch direkt zu Niger. Als Rechtsverteidiger für dieses Team. Vielleicht spielen wir nächstes Mal Kolumbien. Da haben wir nämlich auch ein paar gute Spieler. Ja, müssen wir mal gucken. Könnte mal drinne sein. Ach, das ist wirklich, das ist mal sau ärgerlich, ohne Scheiß. Aber naja. So, jetzt noch ein Päckchen und dann sind wir raus für dieses Video. Ja, komm, push dich. Es ist halt echt, ja, ich weiß nicht, ich kann mich echt alles nur wiederholen. Es ist halt echt so komisch, dass es immer im Finale passiert. Ich meine, insgesamt haben wir jetzt, wartet, 16, 18 Spiele gemacht. In 18 Spielen gab es 3 Disconnects und davon war zweimal ein Disconnect im Finale. Das ist ja nicht normal. Westermann, mittelhoch, 1,90, ja, sehr schön. Können wir vielleicht mal für einen Stupsi reinbringen. Obwohl Bartstuber mir eigentlich relativ gut gefallen hat in dem Spiel. Hat jetzt irgendwie keine Fails gemacht oder so. So, na gut, okay, iPad ziehe ich dann doch noch irgendwie, keine Ahnung. Ich will vielleicht jetzt nochmal Ronaldo ziehen, um meine Stimmung nochmal hochzuziehen. Oder Messi oder Kuhn wäre auch okay. Oder Van Persie, Rooney, sowas würde mich freuen. So Spieler, die man mal sehr schön einsetzen kann. Und da ziehen wir nochmal einen 750er. Okay, sehr erfolgreich auf jeden Fall. Ne, jetzt sind wir auch wirklich raus. So, das hier nochmal mitgenommen. Das hier nochmal abgestoßen. Und ja, dann würde ich mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ihr konntet euch mal wieder die gleiche Scheiße eigentlich wie beim letzten Mal angucken. Ist auch fast so mit dieselbe Minute wie beim letzten Mal. Ich glaube, diesmal durften wir einen Ticken länger spielen. Jetzt bekomme ich wahrscheinlich Vorwürfe, dass ich selber schuld bin, weil ich Pause drücke. Also wenn ich dadurch einen Disconnect erzwinge vom irgendwie von EA-Servern, ja, dann weiß ich auch nicht. Nee. Ach Mann, fuckt einfach nur ab. Ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.